Leute, habt ihr schon mitbekommen, C-Max hört mit YouTube auf. Also abgesehen von seinem letzten Video und dem Video gegen Kuchen und den ganzen langweiligen, ungeschnittenen Gameplays, die gerade gefühlt im Stundentakt hochgeladen werden. Denn er muss ja seinen Ruf als absolut kritikunfähiger und vor allem unglaubwürdiger Creator beibehalten. Falls ihr gerade nicht mehr genau wisst, wer C-Max ist, das ist einerseits der Typ, der den Beutel Hundekot auf ein fahrendes Auto geworfen hat und andererseits die ganze Zeit sexualisierten Clickbait für Fortnite-Gameplay-Videos auf YouTube für Kinder macht. Aber warum ist denn C-Max so unglaubwürdig? Das können wir an der aktuellen Situation sehr gut erkennen. Vor 8 Tagen lädt er ein Video hoch, ich höre auf mit YouTube. Das Video bekommt für seine Verhältnisse absolut überdurchschnittlich viele Views und vor 5 Tagen lädt er dann noch ein Video hoch, mein letztes Video. Wirkt erstmal so, als wollte man noch die letzten Klicks mitnehmen, aber anders sind wir es von ihm eigentlich nicht wirklich gewöhnt, insofern alles noch in Ordnung. Wenn dann nicht ein Tag nach seinem letzten Video das Video online gekommen wäre, KuchenTV fordert mich zum Boxkampf heraus. Und dieses Video, das ja eigentlich gar nicht existieren dürfte, ist absolutes Comedy-Gold. Leute, was geht? Mein größter Fan KuchenTV hat wieder Videos über mich gemacht. Hast du sowas, die Fans? Und KuchenTV hat nicht 2 Videos über dich gemacht, er hat dich einmal kurz in der Cake News erwähnt und ein Video zu dir gemacht. Das sind zwar 2 Videos, in denen du vorkommst, aber nur ein Video über dich, weil in dem anderen ging es noch um ganz, ganz viele andere Themen. Außerdem, warum benutzt du einen Greenscreen, wenn du dich dann nicht ausschneidest? Warum hat man dann einen Greenscreen? Bei MangoTrap habe ich das zwar auch schon gesehen, aber der ganze Punkt von einem Greenscreen ist, dass man hinter sich ein grünes Tuch packt und sich dann in einen anderen Hintergrund freistellen kann. Aber nur dieses Grün hinter sich sieht einfach dermaßen billig aus und wenn man sich nicht mal die Arbeit macht, sich sauber rauszukienen, dann würde ich auch keine Aufmerksamkeit auf YouTube erwarten. Und schön ist es auch, dass er in einem Video, das fast eine Stunde geht, einfach 2 Minuten von Kuchen spricht und den Rest einfach Fortnite spielt. Quasi perfekt für die Watchtime. Jetzt wird's aber erstmal richtig schlimm. Aber eine Aussage ging absolut zu weit, wo er meinte, dass ich Selina zu OF zwinge. C-Max hat anscheinend seine Freundin auch so lange manipuliert, dass sie jetzt auch einfach OnlyFans macht. Also erstmal, Kuchen kann das nicht wissen und das ist nur eine Vermutung, aber es gibt einen gewissen Grund zur Vermutung. Denn damals, als C-Max seinen letzten Skandal hatte, ging es darum, dass sie immer wieder extrem freizügig in den Thumbnails zu sehen war. Und ich muss einfach eine Person, die mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun hatte, in Schutz nehmen, und zwar meine Freundin Selina. Ich habe sie dazu überredet, Clickbait-Content, hinter dem sie nicht steht, mit mir zu machen, sie dazu überredet, dass sie sich für Thumbnails auszieht, dass die Videos mehr Klicks und Geld generieren. Ich muss jetzt hier einfach meinen Mann stehen, ich habe davor schon als Mann versagt. Aber das würde ja stark im Widerspruch stehen zu dem, was sie jetzt macht. Insofern wirkt es schon so, dass eines von beiden nicht so ganz stimmen kann. Entweder wird sie jetzt auch gedrängt oder, was ich persönlich für deutlich wahrscheinlicher halte, dass sie damals einfach den Shitstorm nur auf ihn lenken wollten, weil er ja eh im Allgemeinen schon sehr negativ dasteht und es dann quasi keinen Unterschied mehr macht, aber das eigentlich nicht gestimmt hat, wäre meine Vermutung. Aber C-Max als Marketinggenie kommt dann auch noch auf die wunderbare Idee, Werbung zu machen. Selina, hierher! Ich bin so schnell gekommen, wie es ging, großer Herrschermeister. Ja, wurde auch endlich Zeit. Was ist es? Oh mein Gott, warte. So? Passt so? Sehen die groß genug aus? Ja. Erster Link in der Beschreibung. Kommt ihr zu meinem Instagram und dadurch kommt ihr auf meine OF und meine anderen VIP-Seiten. Ich freue mich auf euch. Also erstmal ist das wirtschaftlich gesehen schon schlau, weil du hast kurz mal Aufmerksamkeit, weil du in einem Kuchenvideo warst und deswegen ein ganz klein bisschen Aufmerksamkeit bekommen konntest. Andererseits sehe ich das sehr kritisch. Erstmal, warum ist das hier überhaupt erlaubt? Und er sagt ja auch noch die direkten Links, also wo man die finden kann. Und vor allem, wenn wir dann nochmal bedenken, dass auf dieser Plattform viele Kinder unterwegs sind und C-Max bzw. Fortnite-Videos nochmal eine deutlich jüngere Zielgruppe haben, sehr, sehr unangenehm und kritisch. Aber C-Max hat für das Problem, das Kuchen mit ihm hat, was ganz persönlich ist, was er mehrfach sagt, eine gute Lösung. Ich habe ihn schon mal vor einem Jahr ungefähr zu einem Boxkampf herausgefordert und er hat mit der Forderung zugesagt, wenn ich in einem Jahr normale Videos mache, aber wir beide wissen ja, dass das nie passieren wird. Daher dachte ich mir, ich fordere dich nochmal heraus. Du hast ja eh einen Vorteil, weil du größer bist als ich.
C-Max, du hast soeben das Problem gelöst. Ihr schlagt euch einfach und wer gewinnt, hat recht. Das hat man schon in der Steinzeit so gemacht, hat immer funktioniert und ich finde, das ist unserer Zeit auch absolut angemessen. Ich meine ernsthaft, was soll ein Boxkampf bringen? Es ist nicht so, dass ihr irgendeinen persönlichen Beef habt und beide sauer aufeinander seid und so weiter. Du, C-Max, bist jedem komplett egal. Was uns nicht egal ist, ist, dass du komplett schlechten Content machst und dann rumheulst, wenn es bei dir nicht mehr läuft auf YouTube. Und andererseits, wenn du diesen absolut sexualisierten Content an Kinder auf YouTube richtest. Aber selbst wenn ihr boxen würdet und du würdest gewinnen, wäre dein Content dann plötzlich gut? Würde dich dann keiner mehr kritisieren, weil du KuchenTV K.O. gehauen hast? Es ergibt einfach keinen Sinn. Und auch dieser Front hier nochmal ist komplett unnötig. Und schon Erfahrungen im Boxen hast, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall lädt er jetzt noch ein paar langweilige Fortnite-Gameplays hoch, weil er das Gefühl hat, ein bisschen Relevanz zu haben. Aber das scheint auch gar nicht gut zu funktionieren. Mein Rat an dich, mach vernünftige Videos. Du hast die Reichweite. Man kann aus Fortnite bestimmt coole Videos machen. Mach Challenges. Schneide deine Videos. Schneid dein Greenscreen aus. Mach das einfach vernünftig. Gib dir ein bisschen Mühe. Und wenn du das jetzt ins Positive drehen könntest, wäre es sehr schön. Oder andererseits, geh arbeiten, such dir einen Job und hör auf mit YouTube. Aber das, was du gerade machst, will keiner sehen und ist meiner Meinung nach auch nicht besonders tauglich für YouTube. Schreib gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Yeah!